wenn er wieder wach ist. Aber ja, Essen könnte knapp werden bei so vielen Leuten. Da müssen die Felder einfach mal häufiger geerntet werden. Geht das manuell? Ja. Wenn du oben bei Overview auf Manual Property gehst, da kannst du einstellen, was wie viel haben soll, was also priorisiert wird. Je höher, desto besser oder je niedriger, desto besser. Ich glaube mal, grün ist am wichtigsten. Hm? So, und wir stellen auch wieder ein, dass Gerogon auch Growing macht, ja. Weil Essen halt gerade mit am wichtigsten ist. Und Plant Cutting dementsprechend auch. So. Eins ist das Höchste und der Chat lässt sich gerade darüber aus, wie super die Idee ist, der Assassinen am ersten Tag der Rekrutierung eine Waffe in die Hand zu drücken. Ja, okay, darüber könnte man nochmal nachdenken. Und wir brauchen mehr Strom, wie ich hier sehe. Aber nee, erstmal mache ich jetzt gar nichts. Ich mache dreifache Geschwindigkeit und sorge dafür, dass das ganze Essen abtransportiert wird, damit wir keine Essensprobleme mehr haben. Warum kriegt er viermal Essen? Komischer Kauz. Und warum esst ihr das rohe Essen und packt es nicht ins Lager, um dann... Die werden jetzt grumpig sein für eine Weile. Radix schlägt vor, dass du die Drills erforscht, damit man schneller an Metall rankommt und mehr bauen kann. Okay. Ja, sobald das Essen über 100 ist, können wir damit anfangen. Oh oh. Du hast eine Transporteinheit gefunden, die gerade in die Atmosphäre eintritt. Hoho. Bisschen weit weg. Aber jede Menge Eisen. Wie viel Eisen genau? Jeweils 30. 33. Ja, das ist schick. Sobald wir genug Essen haben, ist alles gut. Harvest Plants. So, ganz viel Essen abbauen. Wir haben kein Research-Projekt, das ist okay, weil es soll auch gerade keiner researchen. Die sollen alle schön auf der Farm arbeiten. Wir haben noch nichts zum Handeln, das sollten wir auch gleich bauen. Pause. Hier, komm, Konsole. Ich hoffe mal, das klappt so. Also hier ist der Stuhl für den Tisch und da ist der Stuhl für den Tisch. So. Erforsche Zwiebelbrot und alle sind glücklich. So, was macht unsere Assassine? Die guckt sich erstmal alles an. Guckt ja auch die Gräber ganz genau an. Wenn du einen Fehler machst, landest du da. Ich finde es sehr komisch, dass sie nicht wirklich mitarbeitet. Und deine Schlafkammer ist zu klein. Du bekommst Zuwachs. Stimmt. Das ist nicht gut. Dann machen wir eins von den Zimmern hier zum Einzelzimmer. Kannst du die Betten eventuell direkt dicht an dicht stellen? Könnte ich auch, aber dann grummeln die wahrscheinlich noch mehr. Also allgemein, man sollte niemals Betten direkt an eine Wand stellen, denn fühlen sie sich zu beengt. Warum auch immer. Ich habe eigentlich mein Bett ganz gerne an der Wand. Also das sollte man nicht machen und eigentlich bräuchten die noch viel mehr Platz. Und eigentlich später eigene Zimmer, so wie das hier. Aber richtig große Zimmer. Die brauchen teilweise einzeln 5x5 Zimmer, um glücklich zu sein. Das ist schon ganz schön übel. So, jetzt sammelt das ganze Essen bitte mal ein. Sonst esst ihr gleich wieder rohes Essen. Das finde ich nicht so schön. Nee, stopp, 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 stopp. Da oben wird jetzt nicht gearbeitet. Weg, 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 weg. Keine Arbeiten. Essen soll geholt werden. Und er schnackt. Nee, du schnackst mit Nixen. Okay. Habe ich auch gesagt, dass du machen sollst, aber trotzdem. So, Essen. Das Gefängnis der ehemaligen gefangenen Assassinen hat keinen Boden. Oh, okay. Und Nachricht. Ein Handelsschiff kommt vorbei. Oh, Sklavenhändler. Könnten wir ihn verkaufen? Das wäre schick. Ich meine, das wäre eine Notlösung für die Situation. Wegen zu wenig Essen und so. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, ich hätte gerne noch eine Farm. Growing Area. Am besten in der Nähe, aber es passt
passt nicht so wirklich. Nee, okay, dann halt. Da. So, wir haben jetzt ganz viel Essen. Also für unsere Verhältnisse ganz viel. Das heißt, wir können hier hinten das Eisen mal kurz einsammeln. Klick. Einsammeln. Gut. Dann war noch der Fußboden im Schlafzimmer nicht richtig. Hier. So, das wird gemacht. Dann brauchen wir mehr Strom. Also bauen wir noch eine Solaranlage. Ich würde die ungern so nah beieinander bauen und auch ungern so nah an der Mauer. Dann halt hier. Stromverbindung, zack und fertig. Oh, müssen wir noch jemanden für die Comp-Konsole eintragen? Warte mal, Overview. Researching muss Kyria machen. Doktoring. Wer macht Doktoring? Das kann auch Kyria machen. Dafür macht Girugon mal den Warden. Dann ist Kyria also jetzt Forschung und Doktor. Girugon ist der Gefängnisaufseher. Und es gibt keinen Job für die Com-Konsole. Okay. So. Der Chat sagt, ich glaube, so langsam müssten die Mauern erweitert werden. Ja, ich glaube auch. Man könnte es hier dicht machen. Dann kann von da schon keiner mehr kommen. Wir könnten das hier alles in Beschlag nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Warte mal. Sandbags. Einmal darüber. Und einmal darüber. Das braucht schon... Oh, das wollte ich nicht. Sandbags. Und wir haben keinen Strom mehr. Warum haben wir keinen Strom mehr? Wir haben jetzt 4 Solarzellen. Sehr kurios. Oh, und wir brauchen mehr Müllhalden, sehe ich gerade. Dumping Area. Psst, wo kommen die Müllhalden hin? Komm mal hier hin. So. Also, da kommen die Sandsäcke hin. Das heißt, hier bräuchten wir dann 2 Türme, nehme ich mal an. Was wieder recht viel Eisen kostet. Haben wir das da hinten schon eingesammelt? Nee, haben wir nicht. Okay, einfach weiter tickern lassen. Und ich glaube, jetzt, wo wir so viel Essen und Metall haben... Was war das, Pipip? Achso, das Schiff ist wieder weg. Weil wenn ich... Weil keiner in der Kommzentrale war. Okay. Was wollte ich machen? Forschen. Research. Und zwar pneumatische Picks. 3000 Forschungspunkte. Mal gucken, wie lange sowas dauert. Alle kommen nach Hause. Nixon. Prisoner. Ich versuche ihn zu rekrutieren. Wie viele Leute hast du inzwischen? 65. Der wird loyaler sein als deine Kolonisten. Loyalität 93. ja, das war ein Instant Recruit. Ja, 2% Chance. Was? Sehr komisch. Aber gut, wir brauchen noch ein Bett. Nein. Also wir haben jetzt für 5 Leute Betten. Wir haben 5 Leute. Und wir haben noch einmal für einen gefangen. Ja, okay, passt soweit. Also, wir wollen jetzt keine Leute mehr. Wir haben genug Leute. Wir wollen erstmal die Basis soweit in Ordnung aufbauen. Wir haben ziemlich viel Eisen, sehr gut. Das heißt, wir hätten jetzt gerne Security-Turm. Ein Turm. Noch ein Turm. Und extra dafür 1, 2 Solaranlagen. Die miteinander verbunden sind und die den Türmen Strom geben. So. Also es ist ein extra Stromnetz, nur für die Verteidigung hier. Ein Vorschlag ist, dass du den Forscher auch zum Forschen schicken willst. Was muss ich manuell machen?
weiß es nicht. Overview Researching. Ist bei Kyria eingestellt. Der Scientist darf das auch machen. Sehr komisch. Aber ja. Bei dem Nixon, ja. Ja. So, die sind wach und neu. Ein Squirrel ist durchgedreht. Ja, ist okay. Also. Nee, stopp. So. XX. Nixon, du. G. Aha. Man muss von Hand die Kommunikation eröffnen. Cannot prioritize. Research is a long-term task. Ne, geht bei ihm nicht. Kyria schläft noch. Die lassen wir auch mal schlafen, sonst wird sie grumpig und setzt eine Pistole. Komm, steh auf. Steh auf. Aha, so, du kannst auch nicht. Nö, also ich kann sie nicht aktiv zum Researchen schicken. Ich kann sie nur aktiv zur Com-Konsole schicken. Und? Kyria, du hast eine Pistole. Ah, okay, schon tot. Bring einfach alle Tiere hier in der Gegend um. Oh oh. Ich auf die Solaranlage schießen. Da hinten. Kyria, geh vielleicht erst ein bisschen näher ran. So. Schießen aufs Eichhörnchen. Weil wenn die alle Nase lang umdrehen, dann können wir sie einfach jetzt alle umbringen und dann greifen sie keine armen Kolonisten an. Es gibt bestimmt Erfahrungspunkte. Ist auch, dass du die Assassinen beim nächsten Angriff sterben lässt, weil die eh nichts Produktives außer kämpfen kann. Stimmt, könnte man machen. Und das Ding ist gerade explodiert. Und sie zum Jagen schicken. Hier sind doch mehr als genug Viecher. Stimmt. Also, du. Geh mal dahin. Ich glaube, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir lassen sie jagen, gucken, wie Molotow-Cocktails funktionieren. Und wenn es daneben geht, stirbt sie und wir haben einen Maul weniger zu füttern. Das klingt nach einem Zwergenplan. Was war das hier? Vor allem ein nutzloses Maul weniger. Ja. Also es gibt einen Reisenden namens Hancocks. Er ist ein mittelalterlicher Lord. Das klingt nicht sehr praktisch. Im Chat wird gefragt, warum das eine Vieh explodiert ist. Das war eine Boom Rat. Und Boom-Rats explodieren wohl, wenn sie sterben. So, das war die eine Nachricht. Okay, und die andere... Raider! Jumped. Wow. Das ist nicht gut. Du hast eine Schrotflinte. Du hast eine Pistole. Molotow-Cocktails, Pistole. Ja. Das ist nicht gut, weil wir unsere Verteidigung gerade nach links gemacht haben. Also, wo ist die verrückte Assassine? Du stellst dich da hin und wartest. Molotow-Amokläufer. Die stehen gerade ziemlich nah beieinander. Das ist ein Argument, ja. Aber ich glaube, da hier keine Deckung ist, werden sie einfach alle einmal schießen und sie wäre tot. Ich glaube, die kommt gar nicht ran. Ich mach's lieber so rum, dass der Turm noch ein bisschen mitschießt und dann werfen wir rein und hier fängt alles Feuer. Kann ich Feuer legen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann stell dich bitte da hin und warte. Kyria. Stell dich da hin und warte. Kerugon. Stell dich da hin und warte. Hinter der Deckung. Vielleicht noch, bevor sie rankommen, Tower aufbauen in die Richtung? Ja, ich glaube, das kommt nicht hin mit dem Geld. Ja, 160. Ich könnte ganz kurz alle Minern schicken. So. Order Mine. Das da. Und im Overview einstellen, dass Mining ganz wichtig ist. So. Und die Sachen nicht ganz so wichtig. Und jetzt gerade loben sie die Assassinen in den Himmel, dass sie ja doch nicht ganz so nutzlos sind. Ja. Könnte uns das Leben retten mit den Molotow-Cocktails. Und die Raiders greifen jetzt schon an. Das ging ziemlich schnell. Also, Kyria. Wieder rekrutieren.
Stell dich da hinter den Sandsack. Gerugon. Rekrutieren, stell dich da hin. Wir haben keine weiteren Waffen. Eine Vermutung zur Spielmechanik hier aus dem Chat ist noch, dass die Sandsäcke nur Schutz bringen, wenn man direkt auf dem Feld dahinter steht. Und nicht zwei, drei Felder entweg. Okay. Kyria, dahin. Und viele, also mehrere, zwei, drei Stimmen meinen, du solltest lieber die Assassinen ans Tor oben stellen und nicht Kyria. Ans Tor? Ach, dahin. Ja, an die Öffnung. So, also Kyria und Gerugon sind relativ nah vorne, können also, boah, sind das viele, können also schießen. Ja, sie wird hoffentlich als Ziel genommen und sie versucht, einen Molotow-Cocktail einfach auf den nächstbesten zu schmeißen. Christulu steht einfach nur da, damit er vielleicht ein, zwei Leute K.O. schlagen kann, was recht unwahrscheinlich ist. Und wo ist Nixon? Nixon, du stehst gefährlichst auf, stellst dich neben ihn. So, Gerugon und Kyria machen irgendwas Komisches mit ihren Armen, als wenn sie ganz schnell wedeln würden. Sie schießen. Okay, du. Molotow? Out of range. Okay. Klick. Na, ah, ah. Fire. Molotow. Das war doof. Molotow. Du schieß auf die. Du schieß auf die. Und unsere. So, Assassinen ist K.O. Der da ist bei 73 und der schmeißt Granaten. Wir haben Feuer in unserem Lager. Gerugon ist K.O. Kyria ist noch voll. Nixon. Nixon, stell dich mal einfach nach vorne hin, damit auf dich geschossen wird. Obwohl, warte mal. Du greifst den Granadier an. Du greifst den Granadier an. In der Hoffnung, dass er keine Granaten im Nahkampf wirft. Aha, er läuft zum nächsten Turm. Wow, okay. Gerugon ist wieder aufgestanden. Du, geh mal einen Schritt nach oben, bitte. Nixon ist gleich tot. Christulu verprügelt den Grenadier. Der brennt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ihr beiden. Da brennt noch einer. Die verstecken sich hinter den Steinen. Sehr garstig. Ihr beiden zieht euch erstmal zurück und lasst den Turm ein bisschen was machen. Weg, 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 weg. Christulu lebt. Christulu läuft weg. Kommt mal aus eurer Deckung da hinten raus. So, ihr beiden schießt auf. Was? Nixon ist tot. Ja, ist okay. Auf den schießen. Auf den schießen. Was war das? Ah, Cargo-Einheit, okay. So, Turm, schieß auf den. Oh oh, oh oh, oh oh. Gib mal da in Deckung. Du auch. So, was macht ihr jetzt? Warum schießt du auf Atkinson? Und jetzt verstecken die sich hinter unseren Sandsäcken und Christulu war nicht in Deckung. Und hier alles brennt und Zerstörung. Ah, gestunt. Gerugon ist K.O., ist okay. Du schießt auf den. Haben wir noch irgendeinen? Nein, keine Kontrolle mehr. Und nein, ich werde Atkinson nicht retten. Die stehen alle hier und sind in Deckung. Wenn ich da hinlaufe, bin ich tot. Wir sind jetzt eigentlich schon alle tot. Kyria ist die Einzige, die noch steht. Und das auch nicht mehr lange. Kyria ist auch K.O. Christulu ist tot. Gerugon ist tot. Kyria ist tot. Turm explodiert gleich. Wusch.
habe es doch am Anfang gesagt, ich musste total an das Lied denken, wir werden alle sterben. Aber ein schöner Screenshot am Ende. Lauter zerstörte Türme, überall liegen Leichen rum, alles brennt und ja. Also, jeder ist tot oder fort, die Geschichte ist zu Ende. Vielleicht wird irgendwann jemand die Ruinen dieses Ortes finden. Weiter zu gucken. Sollte sie aber besser strukturieren und anders aufbauen. Ja. Also wir brauchen mehr Reihen von Sandsäcken. Oder eventuell auch weniger. Weil die haben ja teilweise unsere Sandsäcke als Deckung benutzt. Außerdem hätten wir die Steine hier wegräumen sollen. Weil dann haben sie keine Deckung mehr gehabt. Und generell das... den Ort in mehrere Areale aufteilen. Jetzt zum Beispiel oben rechts sind die Farmen, unten rechts die Gefängnisse und Schlafsaal, unten links jetzt zum Beispiel dann die ganzen Generatoren und sonstiges. Ja, es war dumm, dass wir gerade hier die Türme jetzt hingebaut haben. Hätten wir sie hier hingestellt, hätten wir die dahin locken können, dann wären sie wahrscheinlich gestorben. Aber wir haben ganz schön viele von ihnen mitgenommen, oder? Bilde ich mir das nur ein. Eins, zwei, drei, vier. Okay, vier von denen, vier von uns. Nee, fünf von uns. Meh. Und wir hatten Türme. Und Mauern statt Säcken. Kann man Mauern auch wirklich als Verteidigung benutzen? Ich denke, die sind eigentlich nur dafür da, Häuser zu erstellen. Wusch. Ja, damit haben die Raider jetzt gewonnen. Alle Türme sind zerstört. Alles ist in Schutt und Asche, brennt und blutet und es regnet. Ja, ich denke, das war ein sehr guter Einblick in dieses Spiel. Also ich finde es sehr interessant, wobei es inhaltsmäßig nicht sehr, sehr viel mehr gibt als jetzt. Also es gibt noch ein paar Gebäude, ein paar Forschungen, aber sonst geht es primär darum, einfach nur die Raider zu überleben. Und die ganzen Unfälle, die sonst noch so passieren können. Ich werde das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten, wie es sich entwickelt in den nächsten Monaten. Denn ich denke, es hat ziemlich viel Potenzial. Jo. Jetzt abschließend noch wie immer ein kleines Gewinnspiel. Das heißt, es wird wieder aus der Liste, die es auch die letzten Male schon gab, Spiele geben, wo ihr euch eins von aussuchen könnt. Und das Ganze läuft wieder über eine Frage. Und zwar... Also derjenige, der zuerst im Chat antwortet... Darf ich dann eins von den Spielen aussuchen, die ich nochmal kurz vorlese. Inventory da. Wow, es ist bunt. Inventory. Hier, also Civilization 5, Gorky 17, Ghostmaster, Serious Sam, Hitman, Blood Money, Spelunky, Night Shift und das war's. Also, wer zuerst im Chat antwortet und es ist nicht 42. die Frage ist, welchen Beruf hatte Nixon? Na, mal gucken. Farbenfleisch? Nein, kein Farbenfleisch. Chuck Norris ist die Lösung für alles. Nein, die Lösung ist nicht Spelunky. Forscher. Da kommt's, ja. Von Raffrich. Wobei Depp vom Dienst ist auch gut. Oh, okay, jetzt könnte man klugscheißern. Ja. Wegen Navy Scientist, das ist eigentlich genauer. Okay, einer von zwei Leuten hat gewonnen. Also entweder hat Raffrich gewonnen, weil er inhaltlich das Richtige gesagt hat, oder der unaussprechliche Azayalju hat gewonnen. Deswegen, kleine Abstimmung jetzt im Chat, wer von beiden soll es bekommen? Sagt einfach Raff oder Asa. Und derjenige, der gleich mehr Namen im Chat hat, der kriegt's dann. Das ist, glaube ich, mit am besten. Und der Delay ist leider die Internetleitung, sag mal. Da kann ich nichts dran machen.
Aber ja, langfristig wollte ich mir noch so einen Bot zulegen, mit dem man würfeln kann. Aber das habe ich leider noch nicht gemacht. Habe ich noch keine Zeit für gefunden. Falls einer von euch da weiß, wie das funktioniert, also wie ich einen Bot einrichten kann, der random unter allen Mitgliedern des Chats das verlost, dann bitte mich ansprechen und mir das erklären. Weil ich denke, das ist ja wirklich am fairsten, dass ich einfach auf den Knopf drücke und der Bot mir sagt, der und der Name hat gewonnen. So, was haben wir? Raff, Raff, Asa, Asa, Raff, Am Raff. meisten hat Raff bisher. Oh, es könnte eng werden. Da kamen gerade noch zwei Asas. Nix da, Thunderdome. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Also, ich bin nicht wirklich motiviert, jetzt alles zu zählen. Ich sage einfach. Raff hat eindeutig mehr. Hat eindeutig mehr? Eindeutig, ja. Okay, dann mach. Jedenfalls bei dem, was bei mir angekommen ist, hat er 3 oder 4 Stimmen mehr. Oh, okay. Also, Raff, du darfst dir zuerst ein Spiel aussuchen und danach darf sich Asa unter den verbleibenden Spielen auch was aussuchen. Das ist, glaube ich, dann okay. Ja. So, also das da wieder raus. Also, Raff und Asa, einfach beide mich gleich im Steam ansprechen, ein Spiel sagen, das ihr gerne hättet. Und ich hoffe, dem Rest hat es gefallen, wie das Spiel funktioniert und was für ein episches Ende wir hier hatten. Die Raider sind immer noch am Randalieren, zünden gerade unsere Mensa an. Leichen bleiben natürlich liegen. Ganz schön krass. Also ja, das Spiel finde ich einfach nur schön. Und ich hoffe, euch hat der Abend soweit gefallen. Vielen Dank nochmal an Kyria und Richtung Chat. Wir sehen uns dann Mittwoch oder Samstag wieder. Ich denke mal, Mittwoch dürfte es auf jeden Fall klappen. Also, Immer wieder gerne. auf jeden Fall kann ich nicht sagen, weil meine Stimme ab und an wieder aussetzt. Das ist echt doof. Aber ich glaube, dass Mittwoch KSP wieder dran ist. Und Samstag dann irgendein random anderes Spiel. Hat der Chat noch irgendwas? Tarvok schreibt noch, dass er irgendwas für dich hat. Okay, da bin ich gespannt. Aber gut, ich mache den erstmal Schluss für heute und wir sehen uns dann Mittwoch wieder oder bei uns auf dem Kanal. Bye bye. Ciao. Oh, noch eine Nachricht. Ja, Sonnenfinsternis, sehr schön. Na gut, ciao allesamt.